Willkommen zurück bei Styx. In der letzten Folge bin ich etwas planlos hier in der Gegend herumgeirrt. Ich entschuldige mich dafür. Jetzt schauen wir hier mal, wie wir hier weiterkommen. Ob wir hier weiterkommen. Oh Gott. Oh, war das jetzt knapp. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht in der Aufnahme, aber mein Kater meint gerade, er wäre ein Rennauto oder so. Das verrückte Huhn. Also probieren wir es noch mal. Also. Hier dunkel. What is it this time? Und hier dunkel. Dann nehmen wir uns aber gleich hier wieder Sand mit. Wenn wir ihn schon praktischerweise da liegen haben. Toll. Jetzt hat er die Lampe angemacht. Jetzt macht er die aber ran. Oh Mann. Super. Nee, mein Freund. Hier machen wir wieder dunkel. Hatte ich nicht eigentlich gerade den Trank genommen? Also probieren wir es halt nochmal. Wir haben ja Zeit.
So, hier können wir uns schon mal drin verstecken. Bringt in dem Spiel irgendwie nichts mit, sich so vielen Leuten anzulegen. Schon. Aber ich glaube nicht. Ne, ich glaube, wir müssen schon da hoch. Was ich gar nicht so geil finde, eigentlich. Aha. Wo kommt man denn hier hin? Das war vielleicht gar nicht so unpraktisch, dass ich gerade diesen Weg hier gefunden habe. Ich speichere sicherheitshalber mal. So, dann haben wir schon mal hier einen weniger. Kann man hier rein? Nein.
Schön, ein paar Sachen gefunden. Wurfmesser, Goldharz, Sand. Ein paar Lebenstränke wären mir eigentlich lieber. Ja, sehr gut für den Stuhl. Was? Stuhl, beruhig dich mal. Okay, da sind zwei Herren unten und wir haben genau zwei Wurfmesser. Könnte man mal probieren, ob man die, ob es uns was bringt, wenn wir die jetzt hier ausschalten. Aber ich glaube schon. Aber Freunde, wisst ihr was? Das mache ich erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.